So, guten Tag nochmals. Wir beginnen heute mit dem inhaltlichen Teil. Wir haben beim letzten Mal Organisation besprochen. Das hat die ganze anderthalb Stunden eingenommen. Wir werden jetzt mit dem Inhaltlichen beginnen. Ich werde noch jetzt so bald wie möglich Ihnen eine Liste der Themen in der Reihenfolge zur Verfügung stellen, wie sie in der Vorlesung behandelt werden. Die Themen haben Sie alle in Moodle, weil Sie die Vorlesungsunterlagen dazu haben. Aber in Moodle, zumindest ist es nach meiner Sicht so, finden Sie die dort alphabetisch. Und das ist natürlich nicht die Reihenfolge, in der wir die Themen hier in der Vorlesung behandeln werden. Ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, Sie haben heute Morgen vor kurzem noch eine Moodle-Rundmail von mir bekommen, dass das System Nabla bereitsteht, dass Sie damit herumspielen können, dass Sie damit arbeiten können, dass Sie sich spielerisch die Inhalte der Vorlesung schon mal auf einer manuellen Ebene, wenn man so will, aneignen können, sodass Sie dann, wenn Sie dieses Angebot annehmen, tatsächlich dann hier in der Vorlesung schon eine gewisse Grundlage zu haben, um das, was hier in der Vorlesung passiert, wenn ich diese Themen behandle, entsprechend besser zu verstehen. Wir fangen heute an mit einem Thema, das sich nahtlos anknüpft an Java oder ganz allgemein an FOP. Es ist nicht nur eine Frage von Java, sondern in ähnlicher, etwas anderer Form finden Sie dieses Thema auch in eigentlich allen gängigen Programmiersprachen. Ein Thema, was sicherlich in FOP auch angesprochen worden ist, aber wahrscheinlich nicht vertieft worden ist. Ein Thema, das erst einmal fundamental wichtig für die AUD ist. Für alles Weitere, was wir hier behandeln werden, ist es fundamental wichtig, das zu verstehen, worum es jetzt hier in der ersten Hälfte des heutigen Termins geht. Nicht nur dafür, sondern auch für Ihr weiteres Studium und gegebenenfalls Berufsleben ist das ist eine der grundlegenden Verständnisherausforderungen, die es in der Informatik gibt. Und wenn Sie dieses Grundverständnis hierfür nicht erreichen, dann werden Sie in der AUD nicht richtig klarkommen mit den entsprechenden Konsequenzen. Und an vielen anderen Stellen im Studium, wo Ihnen das in anderer Form wieder begegnen wird, zum Beispiel in den Drittsemesterveranstaltungen zu Betriebssystemen oder zu Hardware, werden Sie da auch in Probleme kommen. Oder umgekehrt, vielleicht werden Sie dann dort, wenn das Ganze aus anderer Sicht nochmal behandelt wird, zu einem tieferen Verständnis kommen. Aber besser ist es natürlich, jetzt hier dazu zu kommen. So, worum geht es jetzt erst einmal? Wenn Sie Lehrveranstaltungen schon besucht haben zur Hardware, zu technischen Grundlagen, zu logischen Schaltungen und Ähnlichem, oder wenn Sie das von woanders her kennen, aus populärwissenschaftlichen Quellen, dann wissen Sie, dass so ein Computerspeicher eine sehr komplexe Angelegenheit ist, ja, mit Hintergrundspeicher, Festplatte beispielsweise, mit Hauptspeicher, mit Cache, mit Registern und so weiter. Heutzutage gibt es dann neben dem Hintergrundspeicher wie Festplatte und so weiter noch die Cloud, in der Sie auch noch weiter Sachen speichern können. Das ist alles für uns hier, für die AUD, völlig irrelevant, diese ganze komplexe Organisation von Speicher. Für uns allein relevant ist eine Vorstellung von Speicher, wie sie dieses Bild vermitteln soll. Nämlich, wir können uns hier vorstellen, dass der Speicher des Computers einfach ein sehr großes Array ist, mit Indizes, Adressen genannt, von Null beginnend, so wie Sie das auch in Java kennen. Und jedes einzelne Speicherzelle ist ein Maschinenwort. Maschinenworte, was haben die heutzutage für eine Größe? 32, 64 Bit oder so etwas.
Das ist unsere Sicht auf den Speicher. Das ist auch die Sicht in Java auf den Speicher. Sie wissen ja sicherlich, dass Java eine Besonderheit hat gegenüber anderen Programmiersprachen, nämlich dass sie das Java-Quelltext nicht in Maschinencode der Plattform übersetzt wird, sondern in eine Zwischenstufe namens Java Bytecode. Und diese Zwischenstufe namens Java Bytecode, die basiert auch auf einem Speichermodell, das genauso vereinfacht ist, wo genauso die realen, komplexen Details der Hardware wegabstrahiert sind, wie in unserer Vorstellung, die wir hier einnehmen. Gut, also ganz einfacher Einstieg erst einmal. Für uns ist der Speicher einfach so ein riesiges Array von Maschinenworten. Alle Maschinenworte haben dieselbe Anzahl von Bits und das war's. Und alles, was Sie an Daten einrichten in Ihrem Programm, wird dann irgendwo in diesem großen Array platziert. Das haben Sie nicht in der Hand, sondern das macht die Java Virtual Machine. Also konkret gesagt, wenn Ihr Quelltext kompiliert wird, dann werden natürlich nicht nur die Instruktionen Ihres Quelltextes, die Sie da hineingeschrieben haben, in den Java Bytecode hineingeschrieben, sondern es wird einen ganzen Haufen anderer Sachen zusätzlich hineingeschrieben, die Sie gar nicht sehen. Unter anderem Speicherverwaltung, Methoden, Subroutinen hinzugefügt, die im Hintergrund dafür sorgen, wann immer Sie ein neues Objekt einrichten wollen, eine neue Variable einrichten, dass dieses Objekt, diese Variable dann irgendwo an geeigneter Stelle, wo Platz frei ist, reserviert wird. So, das ist ein ganz einfaches Beispiel. Links sehen Sie den Code einer Klasse, wie es Ihnen aus FOP, der Java-Teil, vertraut sein sollte. Recht einfach gehalten, wir brauchen hier keine Methoden, uns interessieren nur die Datenattribute in diesem Fall. Ein Objekt dieser Klasse besteht aus drei Datenattributen vom Typ int double char plus noch weiteren Daten, die Sie auch wieder nicht sehen. Also jedes Objekt einer Klasse in Java enthält noch zusätzliche Verwaltungsdaten, auf die Sie keinen Zugriff haben, aber die von der Java Virtual Machine dann verwendet werden. Und was Sie rechts sehen, ist das, was Sie sicherlich in FOP öfters mal selber hingeschrieben haben, Operator new mit dem Klassennamen als Argument, Konstruktoraufruf. Ich habe keinen Konstruktor geschrieben, also wird bei der Übersetzung in Java Bytecode ein Konstruktor hinzugefügt mit leerer Parameterliste, der auch nichts macht, der keine Instruktionen enthält und der wird hier aufgerufen, was Sie an diesem leeren Klammerpaar sehen. So, und das Ergebnis ist, wie ich das sagte, die Java Virtual Machine, die zu Ihrem Programm hinzugebundenen zuständigen Routinen suchen einen freien Speicherplatz, der für nichts anderes momentan verwendet wird, in dem Bereich, der für Ihr Programm vorgesehen ist, im Speicher, und platziert dort dieses Objekt. Jetzt haben Sie nicht newX einfach so geschrieben, sondern Sie haben dann solche Zeilen geschrieben. Sie richten eine Variable ein. Ich bin da jetzt etwas fantasielos. Also der Klassentyp heißt groß X. Der Name der Variable heißt klein Y. Und dieses Bild, was Sie hier sehen, das sollte sich ganz tief in Ihrem Stammhirn festbrennen. Das ist erstmal der Einstieg in den ganzen Punkt. Wenn Sie so eine Zeile haben, wie hier, dann passieren dort zwei Dinge. Es wird eine Variable namens klein y eingerichtet.
von der Klassentyp Groß X und es wird ein Objekt vom Klassentyp Groß X eingerechnet. Entschuldigung, nicht eingerechnet, eingerichtet. Und es ist entscheidend wichtig für alles Weitere, was in der AOD passiert und für alles Weitere, was bis zu Ihrer Pensionierung passieren wird, dass Sie verstehen, dass das zwei verschiedene Dinge sind. Das sehen Sie zum Beispiel dann, ich weiß nicht, ob Ihnen das in FOP begegnet ist, müsste eigentlich, dass links und rechts nicht derselbe Klassenname steht, sondern links steht, wie jetzt hier beispielsweise das Groß X, und rechts steht ein anderer Klassenname von einer Klasse, die von Groß X direkt oder indirekt abgeleitet ist. Da in dem Fall, wenn links und rechts nicht derselbe Klassenname steht, sehen Sie unmittelbar, dass das zwei unterschiedliche Dinge sein müssen. Vielleicht sollte ich noch an der Stelle noch was dazu sagen. In Moodle ist ja auch ein Verweis auf unseren YouTube-Kanal. Und in diesem YouTube-Kanal gibt es nicht nur Videos zum Thema der AOD, sondern zu anderen Lehrveranstaltungen. Auch insbesondere gibt es eine Sammlung von thematischen Videos zu Java. Und alles, was ich hier erzähle, finden Sie dann auch in den entsprechenden Videos, sodass Sie nochmal die Möglichkeit haben, das, was Ihnen vielleicht aus der FOP nicht richtig präsent ist mehr, dass Sie das nochmal auf relativ einfache und angenehme Art und Weise, ich hoffe angenehme Art und Weise, sich nochmal aneignen können in audiovisueller Form. Sie können natürlich auch Bücher nachschlagen oder im Internet nachschlagen, aber Sie haben auch in audiovisueller Form abgestimmt, auch auf die Inhalte der AOD, die Möglichkeit, nochmal Dinge in Java nachzuvollziehen, die Ihnen nicht so präsent sind, die Sie aber hier jetzt brauchen. Ja, und solche Themen kommen davor bei, ich denke, beim Video über Klassen und Objekte kommt diese Thematik auch vor. Eingebettet in das Gesamtthema Klassen und Objekte, also eingebettet in den eigentlichen Kontext. So, was zeigt dieses Bild? Was soll dieser Pfeil da? Dieser Pfeil soll einfach andeuten, dass Y nichts anderes ist, dass an der Speicherstelle, die mit Y markiert ist, dass da nichts anderes steht als eine Adresse in diesem großen Speicher. Nämlich die Adresse, die, genau gesagt die Anfangsadresse des Objekts, auf das Y verweist. Was hier in dieser Zeile de facto im Hintergrund passiert ist, Operator new richtet ein neues Objekt ein, das ist der erste Punkt, richtet den Speicherplatz, den Plattenspeicherplatz für dieses Objekt ein. Zweitens ruft den Konstruktor auf, der dann diesen Speicherplatz initialisiert, die Datenattribute mit Werten setzt. In diesem Fall habe ich keinen Konstruktor geschrieben und der leere Konstruktor, der in diesem Fall automatisch hinzugefügt wird, macht nichts. Außer, macht nichts ist falsch gesagt, was passiert ist, dass was Sie auch wissen ist, in einem Objekt einer Klasse werden sämtliche Datenattribute zunächst mal mit 0 initialisiert, mit dem Nullwert des jeweiligen Typs. Das heißt, Sie können davon ausgehen, dass in I, D und C jeweils der Nulltyp, der Wert 0 vom Typ Int, vom Typ Double, vom Typ Char drinsteht. So, hier steht einfach der Index drin, bei dem dieses Objekt hier im Speicher beginnt. So, jetzt eine zweite Zeile. Die erste Zeile ist dieselbe geblieben wie vorher. Jetzt die zweite Zeile. Sie sehen, ich habe immer noch dieselbe Variable klein y. Die deklariere ich natürlich nicht nochmal. Die ist ja schon deklariert, also steht hier vor dem klein y kein Groß X mehr. Aber ich mache jetzt dasselbe nochmal mit new x. Rufe ich ein Y, richte ich ein neues Objekt ein. Ach so, das hatte ich eben vergessen zu sagen, kann ich jetzt nachholen.
Also erster Punkt ist Speicherplatz einrichten, zweiter Punkt ist mit Konstruktor Daten initialisieren in dem eingerichteten Speicherplatz. Dritte Aktion ist, New hat einen Rückgabewert und dieser Rückgabewert ist schlicht und einfach die Adresse, an der das Objekt eingerichtet ist, die Anfangsadresse, und mit dieser Zuweisung wird dafür gesorgt, dass diese Anfangsadresse, die von New zurückgegeben wird, in Y gespeichert wird. Und genau dasselbe passiert jetzt natürlich auch in der zweiten Zeile. Was also passiert ist, dass zweimal Objekte eingerichtet werden. Wo die eingerichtet werden im Speicher, das wissen wir nicht, können wir nicht so ohne weiteres nachverfolgen, brauchen wir auch nicht zu wissen. Das ist eine Privatangelegenheit der Java Virtual Machine, wo die Objekte wirklich sind im Speicher. Ich habe das jetzt einfach nur mal so angedeutet, das eine Objekt ist hier und das zweite eingerichtete Objekt ist hier. Und Sie sehen jetzt, was hier passiert. Y hat vorher hier drauf verwiesen und verweist jetzt hier drauf, weil der Inhalt von Y überschrieben wurde. So, das ist noch eine andere Variation. Nämlich, ich richte jetzt, also die erste Zeile bleibt dieselbe. Ich richte jetzt hier ein zweites Objekt ein. Nein, schön, ich richte eben nicht ein zweites Objekt ein, sondern nur eine zweite Variable und kopiere den Inhalt von Y in Z hinein. Und zwei Adressvariablen, die jetzt durch diese Zuweisung denselben Inhalt haben, nämlich das hier unten durch new erzeugte Objekt von der Klasse X. Das heißt, zwei Variablen verweisen auf dasselbe Objekt. Und ich möchte, dazu habe ich jetzt nichts auf dem Video, mal gucken, ob ich das mit mündlich reicht oder ob ich was dazu schreiben sollte. Ich möchte Ihnen auch noch mal bewusst machen, dass das Konsequenzen hat für Zuweisung und Test auf Gleichheit. Naja, vielleicht mache ich das doch eher auf die, eher hier mal ganz kurz. Mal gucken, das ist die Premiere. Bisher habe ich das noch nicht in der Vorlesung eingesetzt. Also, Sie kennen Operator. Na, wo muss ich hin? Warum schreibt er jetzt nicht? Na, die Premiere fängt ja schon mal gut an. Aber er schreibt nicht, weil ich nicht gesagt habe, dass er schreiben soll, sondern weil ich sagte, dass er löschen soll. Naja, das ist auch nicht gerade überzeugend, dass er jetzt schreiben soll, aber nicht schreibt. Ja, wenn man die Schutzkappe nicht abmacht, dann wird das natürlich erst recht nichts. So, hier. Sie kennen Operator, Zuweisungsoperator und Sie kennen Operator gleich. Zuweisung haben Sie eben gesehen, ein Wert wird einer Variablen zugewiesen und Operator gleich, Test auf Gleichheit. Was Sie vielleicht auch gesehen haben, sind zwei Methoden, eine Methode clone und eine Methode equals. Ich bitte um Nachsicht für meine Handschrift, aber ich glaube, man kann es soweit erkennen. Was hat es damit auf sich? Hier sind wir bei den Adressen. Und hier sind wir bei den Inhalten. Also die Sachen, die ich hier so schreibsle, die bekommen Sie natürlich auch im Nachgang zur Vorlesung dann in Moodle hochgeladen. So. Wie wir das eben gesehen haben, bei der Zuweisung, wenn wir von Klassentypen sprechen, und dasselbe ist auch bei Interface-Typen oder bei Array-Typen, bei allem, was mit new zu erzeugen ist, die Zuweisung mit dem Zuweisungszeichen gleich weist einfach die Adresse zu. Wenn Sie zwei Variablen von einem Klassentyp einander zuweisen, dann passiert genau das, was Sie im Bild eben gesehen haben. Die Adresse wird zugewiesen. Wenn Sie wollen, dass zwei Objekte
dass sie zwei Objekte da haben mit demselben Inhalt, aber physisch unterschiedlich. Zwei verschiedene Objekte mit demselben Inhalt, dass sie wirklich ein Objekt kopieren wollen in ein neues Objekt, dann müssen sie die vorab definierte Methode, wir hatten eben Y als Variablennamen, kann ich ja hier verwenden, Y.clone, Y.equals oder Z, irgendwie sowas schreiben. Nee, anders. Also von der Logik der Folie eben mit der Rolle von Y und Z ist es genau andersrum. Entschuldigung, aber ich denke, es wird klar, es sind ja eigentlich auch nur Wiederholungen hier bisher. So, das funktioniert auf der Ebene der Werte, der Inhalte und die Operatoren. Auch hier Test auf Gleichheit bedeutet, wenn Sie das gleich verwenden, dann bedeutet das, Sie testen die beiden Adressen auf Gleichheit. Sie testen, ob die zwei Variablen auf das physisch identische Objekt verweisen. Wenn Sie testen wollen, ob das zwei Objekte sind, die denselben Inhalt haben, die inhaltlich gleich sind, müssen Sie Methode equals aufrufen. Denken Sie an Strings. Wenn Sie zwei String-Variablen auf Gleichheit testen mit Operator gleich, dann wird getestet, ob die beiden Variablen vom Typ String auf dasselbe Objekt verweisen. Wenn Sie einfach zwei Strings haben und Sie wollen wissen, ob da derselbe Inhalt drin steht, dieselbe Zeichenkette, dann müssen Sie equals aufrufen. Machen Sie sich auch klar nochmal, ich denke, das ist auch Wiederholung, dass das gilt, das, was ich jetzt hier gesagt habe, gilt für Klassen, für Variablen von Klassentypen und damit auch Interfaces und für Arrays. Für die eingebauten Datentypen gilt das nicht. Was sind eingebaute Datentypen? In Double Char hatten wir eben gesehen, Boolean und noch ein paar andere. Das sind die eingebauten Datentypen. Für die gilt das nicht. Wenn Sie dort mit Operator gleich eine Zuweisung machen, da gibt es nicht den Unterschied zwischen Variable und Objekt. Die Variable selber ist das Objekt. Wenn Sie dort dann mit gleich eine Zuweisung machen, dann wird der Wert, der in einer Invariable beispielsweise steht, zugewiesen und Test auf Gleichheit ist immer inhaltliche Gleichheit. Wenn Sie i gleich j testen, i und j Invariable, dann wird nicht getestet, ob es dasselbe Objekt ist, sondern es wird getestet, ob i und j denselben Inhalt haben. Ja? Das ist ein Unterschied, auf den Sie unbedingt achten müssen, dass Sie das auseinanderhalten hier, denn wir werden sehr intensiv mit der Logik, wie ich sie hier vorgestellt habe, bei Klassen arbeiten und Sie müssen natürlich daran denken, natürlich werden Sie immer auch mit Int und Double und so weiter arbeiten, dass da eben diese Logik nicht gilt. So. Gut. Damit bin ich mit diesem einführenden ersten Punkt soweit durch. Allgemein, ich will gerne jetzt einen Ausflug machen in einen wichtigen Aspekt. Der ist in Java gar nicht so wichtig, aber in anderen Programmiersprachen, die Ihnen auch begegnen werden. Bitte? Ja, der Beamer ist dunkler geworden. Ich habe aber keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Also es gibt keine Einstellung für den Beamer, dass man den heller oder dunkler machen kann. Sie haben ja eben gesehen bei dem anderen Beamer, dass immer noch nicht die Beamer, dass immer noch nicht alle Probleme beim Beamer gelöst sind. Ich weiß nicht, was man bei dem Beamer tun kann, soll ich das Licht im Saal dann entsprechend dunkler machen, damit Sie das besser sehen können? So, geht das so?
Ja, also es gibt keine Einstellung für den Beamer, dass man den heller oder dunkler machen kann. Und ich sehe auch nicht, dass das. Ich kann noch mal versuchen. Liegt. Nee, daran liegt es wohl nicht. Keine Ahnung, wie das gekommen ist, dass der Beamer plötzlich nicht mehr volle Helligkeit zeigt. Aber es kann definitiv nur am Beamer liegen. Ich wüsste nicht, woran das sonst liegen könnte. Es gibt natürlich noch eine gewisse Restwahrscheinlichkeit, dass es an der Verbindung liegt vom Laptop zur Konsole. Da kann ich aber, da werden Sie Verständnis haben, kann ich jetzt nicht nachprüfen. Aber so lässt sich ja auch damit leben. So, was passiert in Java eigentlich? Wir haben eben die Situation gesehen, dass wir den Zeiger umgebogen haben, dass Y nicht mehr auf das erste Objekt verweist, sondern auf das zweite Objekt. Zwei Objekte eingerichtet. Zuerst zeigt Y auf das erste Objekt, danach zeigt Y auf das zweite Objekt. Was ist mit dem ersten Objekt? Auf dieses Objekt gibt es keinen Verweis mehr. Es ist verloren. Diese Adresse ist verloren. Denn vorher hat nur Y drauf verwiesen und nichts sonst. Und wenn Y jetzt auch nicht mehr drauf verweist, dann ist dieses Objekt ein für alle Mal verloren, lässt sich nicht mehr ansprechen vom Programm aus. Manchmal will man das, weil man dieses Objekt nicht mehr braucht. Manchmal will man das nicht. Dann ist es notwendig, bevor man Y umbiegt auf ein neues Objekt, dann das andere Objekt nochmal, da nochmal einen anderen Verweis, noch eine andere Variable draufzusetzen, die darauf verweist, in der die Anfangsadresse dieses Objekts gerettet ist. So, aber wie gesagt, manchmal will man das, dass es keinen Verweis mehr auf das Objekt gibt, weil man es nicht mehr braucht. Jetzt gibt es da aber ein kleines Problem. Stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt ein Programm, was potenziell unendlich lange läuft, eine Ampelsteuerung, eine Steuerung eines Atomkraftwerks, alles, was mit Steuerung zu tun hat, ist typischerweise darauf angelegt, dass es unendlich lange dauert. So, und jetzt gibt es laufend die Situation, es wird ein Objekt nicht mehr gebraucht. Es gibt kein, also, es bleibt da stehen, aber sämtliche Verweise zeigen woanders hin. Es gibt keinen Verweis mehr auf dieses Objekt, es ist verloren. Es passiert nicht nur einmal, sondern es passiert im Laufe des Programms 100 Mal, 1000 Mal, Millionenmal, Milliardenmal. Wenn das Programm nur lange genug läuft, wird irgendwann ein Problem eintreten, nämlich dass der für dieses Programm reservierte Speicherplatz im Gesamtspeicher, dass der aufgebraucht ist mit solchen Leichen, mit Objekten, die man nicht mehr braucht, die man deshalb auch nicht mehr, die man auch nicht mehr vom Programm aus ansprechen kann. Also irgendwann knallt es durch und es wird durchknallen beim Operator New, weil der nämlich irgendwann keinen Speicherplatz mehr findet, um ein neues Objekt wie gewünscht anzulegen. Dafür gibt es eine Maßnahme, von der Sie wahrscheinlich wissen, die ich nur noch mal kurz erwähnen möchte. Die Java Virtual Machine wird irgendwann nach ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten, wird sie entscheiden, wann das ist. Sie wird irgendwann ein Programm aufrufen, der sich Garbage Collector nennt, das sich Garbage Collector nennt, also Müllsammler. Und das wird durch den ganzen Speicher durchgehen und alle diese Leichen identifizieren, alle Objekte identifizieren, die noch reserviert sind, aber wo man vom Programm aus nicht mehr hinkommen kann über irgendwelche Verweise und wird die alle dann wieder freigeben. Wie gesagt, wann das passiert, das liegt an der Implementation, das kann man durch irgendwelche Einstellungen noch steuern. Das ist einer der wesentlichen Gründe, warum Standard-Java nicht echtzeitfähig ist und nicht für Steuerungssoftware, dieses Java, mit dem Sie arbeiten, nicht für Steuerungssoftware geeignet ist. Ja, stellen Sie sich vor, Flugzeug fliegt, Computer erkennt eine Kollisionssituation, fängt an, Ausweichmanöver zu berechnen und in dem Moment wacht der Garbage Collector auf und fängt an, die ganzen Karteileichen einzusammeln. Schlechtes Timing. Sowas darf natürlich bei Echtzeitprogrammen, echtzeitfähigen Programmen nicht passieren. So,
Das ist die Situation in Java und in vielen anderen Programmiersprachen. Es ist aber nicht die Situation in allen Programmiersprachen. Ich habe hier zwei Beispiele genannt, zwei populäre Beispiele, wo das anders ist, wo es keinen Garbage Collector gibt. C und C++ sind zwei Beispiele dafür, nicht die einzigen. Dort müssen Sie, wenn Sie wollen, dass ein Objekt freigegeben wird, müssen Sie dort das mit einem eigenen Kommando, mit einem eigenen Operator angeben. Der heißt, also in C++ ist es ein Operator mit dem Namen delete, in C ist es eine Funktion mit dem Namen free. Das müssen Sie selber angeben und da sind Sie auch voll und ganz verantwortlich dafür, dass Sie das richtig machen. Also, dass sämtlicher Speicherplatz, der nicht mehr gebraucht wird, wirklich mit free freigegeben wird, bevor der letzte Zeiger, der letzte Verweis auf dieses Objekt verloren geht und dass Sie auch nicht free anwenden auf ein Objekt, das Sie dann noch hinterher verwenden, das geht auch nicht. Das ist undefiniertes Verhalten, was dann passiert. Dort haben Sie es in Ihrer Verantwortung. Und es ist häufig so, dass es sinnvoll ist, sich aus Laufzeitgründen, sich nicht auf die Speicherplatzverwaltung mit diesen Operatoren bzw. mit diesen Funktionen zu verlassen, mit new ein Objekt zu kreieren, mit free bzw. delete in C++ wieder freizugeben. Das kostet unheimlich viel Laufzeit, in Java auch, aber da haben Sie keine große Wahl. Wenn Sie, der häufige Fall ist, dass Sie einen Riesenhaufen von Objekten haben, die vom selben Typ sind, dieselbe Größe haben, und dann können Sie das von vornherein, diese Objekte, den Speicherplatz selbst konstruiert, also sozusagen das Speichermanagement simulieren, indem Sie ein Array einrichten, in dem alle diese Objekte drin sind, die Sie in Ihrer eigenen Speicherverwaltung verwalten wollen. Die haben jeweils zusätzlich zu den Daten, die Sie eigentlich verwalten wollen, ja, denken Sie an Studierendenstammdaten, das ist ein Beispiel, das ich häufig verwende, Vorname, Nachname, Matrikelnummer und so weiter. Zusätzlich zu den Daten, die eigentlich verwendet werden sollen, noch einen solchen Verweis auf denselben Klassentyp als Attribut. Und die beginnen am Anfang, wir initialisieren dieses Array, indem wir jedes Objekt, dieses Attribut lassen wir verweisen, jeweils auf die nächste Komponente im Array. Und hier hinten haben wir 0. Das letzte verweist auf 0. Sie wissen, Sie kennen 0, null, oder wie immer man das versucht, Englisch oder Deutsch auszusprechen. Eine Variable von einem Klassentyp oder Interface-Typ oder Array-Typ verweist entweder auf ein Objekt oder hat den symbolischen Wert null, um anzuzeigen, dass diese Variable momentan nicht auf ein Objekt verweist. Ja, es ist völlig unmöglich, undefiniert, das stimmt nicht ganz, es ist nicht völlig unmöglich. Ganz am Anfang, wenn es eingerichtet ist, kann es passieren. So wie Sie einmal eine Variable von einem dieser Typen eingerichtet haben, initialisiert haben, ist es unmöglich, dass es nochmal einen anderen Inhalt hat als null oder die Anfangsadresse eines Objekts. So, wenn Sie jetzt anstatt ein Objekt mit new aufzurufen, können Sie aus Laufzeitgründen einfach zurückliefern, das ist das Objekt, mit dem gearbeitet werden soll. Das ist jetzt für irgendeine Anwendung reserviert. Und der Anfang, Head wie Kopf, zeigt auf das nächste. Denn das sind noch die nicht reservierten. Sie sehen, das Graue heißt reserviert hier in meiner Bildsprache und das Weiße heißt nicht reserviert. So, jetzt haben wir vielleicht eine ganze Reihe von Objekten reserviert. Wie viele sind das in dem Fall? 6 Objekte haben wir schon reserviert für verschiedene Zwecke. Und Head verweist dementsprechend auf das 7. Objekt.
So, und jetzt passiert es, dass mal ein Objekt wieder zurückgegeben wird. Ja? Nicht in Java, brauchen Sie sich darum nicht zu kümmern, aber Sie haben es auch nicht in der Hand. Sie können da nichts dran rumdrehen, um das mit der Laufzeit hinzubekommen, um es auch echtzeitfähig zu machen. Aber hier, das wäre echtzeitfähig, prinzipiell. Von dem Objekt wird jetzt gesagt, in C++, wie gesagt, Operator Delete, in C Funktion Free. In C wird jetzt gesagt, in Ihrer eigenen Speicherverwaltung, dass dieses Objekt nicht mehr gebraucht wird, das wird freigegeben. Und das hängen Sie einfach da hin, indem Sie hier, wie sah das Bild vorher aus? Hier hat Head darauf verwiesen, die Variable von dem Klassentyp, der hier Komponententyp ist im Array, Entschuldigung, da lang. Und jetzt hängen Sie das dahin und Sie sehen, das Ganze wird dann natürlich so darauf hinauslaufen, laufen wird neuer Speicherplatz reserviert, alter Speicherplatz wieder freigegeben und irgendwann sieht das Bild dann irgendwie so aus. Das ist natürlich hier irgendwie nur stilisiert. Auf irgendein Element verweist Head, das verweist wieder auf etwas, das verweist wieder auf etwas, das verweist wieder. Sie sehen, ich versuche dem zu folgen, ist nicht ganz einfach, aber ich glaube, ich kriege es hin. So, so und irgendwann ist null. Also, dass die alle so mit diesen Verweisen, dass sie als zusätzliches da drin Attribut haben, in eine solche Liste linear gepackt werden. Und darum soll es jetzt gehen. Das ist eine erste Eingangsmotivation. Ich erwarte an dieser Stelle noch nicht, dass Sie das fundamental verstanden haben, denn das, was Sie zum Verständnis brauchen, das kommt jetzt. So, hier. So, das Thema lautet jetzt Englisch Linked List, verzeigerte Liste oder im Deutschen auch lineare Liste, manchmal auch im Englischen Linear List. Eine Frage? Die Lautstärke erhöhen, um das Echo zu vermeiden? Die Lautstärke erhöhen, um das Echo zu vermeiden? Okay, gut. Aha. Gut, ich versuch's mal. Minimal höher. Nee, da. Jetzt? Anders? Jetzt? Okay, gut. Also, falls das jetzt für jemand anderes zu laut ist, bitte ruhig melden. Aber Sie sehen, es ist nicht ganz einfach, hier alle Wünsche zugleich zu erfüllen. So, lineare Listen, verzeigerte Listen, Englisch Linked List, Linear List. Setzen wir wieder da an, wo wir eben waren mit dem Thema Referenzsemantik, Objekte und Variablen. Diese Klasse X, die Sie jetzt hier sehen, ist fast dieselbe, die Sie jetzt vorher gesehen haben beim Thema Referenzsemantik, beim Eingangsthema, nur mit einem kleinen Unterschied, das sehen Sie im dritten Datenattribut. Dieses dritte Datenattribut ist vom Typ Groß X. Und dass das überhaupt möglich ist, dass Sie in einer Klasse namens ein Datenattribut, eine Variable vom selben Typ wie die Klasse selber haben können, dass das überhaupt möglich ist, liegt schon mal an der Referenzsemantik, um das es hier geht. Denn was hier next ist nicht ein Objekt der Klasse X. Das würde nicht funktionieren. Ein Objekt der Klasse X enthält ein Objekt der Klasse X, enthält ein Objekt der Klasse X, enthält ein Objekt der Klasse X. Das klappt nicht. Aber das ist auch nicht der Fall, sondern next ist eine Variable, als Datenattribut eine Variable von Klasse X und damit einfach nur eine Adresse, ein Verweis. So, ich richte jetzt hier, wie wir das eben gesehen haben, mit Y lasse ich auf ein neu eingerichtetes Element, ein neu eingerichtetes Objekt, sollte ich genauer sagen,
Auf ein neuengrisches Objekt der Klasse Groß X lasse ich klein y verweisen. Das ist dieser erste Pfeil hier. Und jetzt werde ich das Datenattribut next in diesem Objekt hier initialisieren. Und zwar mit der Anfangsadresse wieder eines neuen Objektes. Dieses neue Objekt wird irgendwo eingerichtet und next von dem ersten eingerichteten Objekt verweist auf dieses neue Objekt. Es sind eigentlich nur die zwei Sachen, die ich jetzt bisher gesagt habe, zusammengebracht. Es ist nicht wirklich was Neues auf der Folie, nur ein neuer Blickwinkel. So, und jetzt nehmen wir noch einen neuen Blickwinkel ein. Wir lösen uns jetzt von diesem Bild, das Sie da oben sehen, so langsam. Wir werden nur noch selten auf dieses obige Bild dann zurückkommen, falls überhaupt, weiß ich jetzt nicht. Wir lösen uns jetzt von dem Hauptspeicher als Ganzem und gucken uns nur noch schematisch die Objekte an, die uns darin interessieren. Und dann können wir diese Objekte auch so wie hier zeichnen. Y verweist auf ein Objekt der Klasse Groß X. Ein Objekt der Klasse Groß X hat Datenattribute ID und Next. Und noch weitere Informationen zur Verwaltung für die Java Virtual Machine, hatte ich gesagt, ist aber für uns hier nicht von Belang, brauchen wir deshalb auch nicht hier zu zeichnen. Und dieses Next verweist auf ein weiteres Objekt, also dieses Objekt ist das erste, dieses Objekt ist das zweite offensichtlich, verweist auf ein weiteres Objekt. Next hier, dem ist nichts explizit zugewiesen worden, dem haben wir in unserem Quelltext nichts zugewiesen, aber bei Datenattributen einer Klasse ist es so, hatte ich eben schon mal gesagt, dass dann automatisch bei Einrichten des Objektes alle Datenattribute auf den Nullwert ihres Typs gesetzt werden. Also bei numerischen Typen wie int und double eben auf den Wert 0 und hier auf den symbolischen Wert null. Das ist bei normalen freien Variablen nicht der Fall. Die sind zunächst mal uninitialisiert. Da können Sie sich nicht darauf verlassen, dass die auf den Nullwert Ihres Typs initialisiert sind. Aber bei Array-Komponenten und bei Datenattributen eines Objekts können Sie sich darauf verlassen. Fragen Sie mich bitte nicht, warum. So, dieses Bild skaliert. Dieses Bild unten ist ausbaufähig. Wenn wir da zwei Objekte hier hintereinander verlinkt haben, warum nicht beliebig viele Objekte hintereinander verlinken? Ja, wir haben eine Eingangsvariable hier, verweist auf das erste Objekt, next verweist aufs nächste und so weiter und so fort. Und wir nehmen jetzt nicht mehr das Beispiel mit den Datenattributen von Typ int und von Typ double, sondern was uns interessiert, ist diese Situation, dass wir irgendwelche Werte desselben Typs speichern, eines generischen Typs in der Regel. Also das heißt, es wird offen sein, welcher Typ da tatsächlich drin steht. Darauf werde ich dann noch zu sprechen kommen. Den nenne ich hier typischerweise Englisch Key. Im Deutschen redet man von Schlüsselwerten. Also beispielsweise Ihre Matrikelnummer ist in dem Sinne ein Schlüsselwert. Ein Primärschlüssel, um genau zu sein. Gut, das ist das Bild. So könnte man sich das vorstellen, wie man Daten alternativ halten kann. Sie kennen aus der FOP und anderswoher die Möglichkeit, eine große Anzahl gleichartiger Daten vom selben Typ in einem Array zu speichern. Das hat Vorteile und Nachteile. Also Vorteil ist, Sie können mit dem Index unmittelbar auf das Objekt, was Sie suchen, zugreifen. Nachteil ist, Sie können hinterher nicht einfügen und löschen. Sie können nicht ein neues Element, eine neue Komponente an ein Array irgendwo anhängen, weder hinten noch vorne noch mittendrin. Und Sie können auch nicht ein Element aus dem Array rauslöschen. Sie können wenn Sie ein Array einmal eingerichtet haben, dann hat es seine Größe und alles, was Sie tun können, ist, Elemente zu suchen, zu lesen
und Elemente zu überschreiben. Mehr können sie nicht. Aber wir haben viele Situationen, in der wir eine dynamischere Datenverwaltung brauchen. Und genau da kommen wir jetzt hin. Denken Sie an Studierende. Ja? Zumindest von Semester zu Semester ändert sich die Menge der Studierenden, die hier immatrikuliert sind, weil einerseits neue sich immatrikulieren und andere, aus welchen Gründen auch immer, exmatrikuliert werden. Sei es, dass sie ihren Studienabschluss geschafft haben, sei es aus anderen Gründen. Das heißt also, in der Situation, wenn es semesterweise geht, könnte man das auch immer noch mit dem Array verwalten. Ja? Jedes Semester ein Array neu aufbauen, das kostet jetzt nicht viel Laufzeit. Ich meine, so viele Studierende sind es jetzt auch nicht, dass wir hier ernsthaft über Laufzeit nachdenken müssen, wenn die Operation einmal pro Semester stattfindet. Aber es gibt viele Situationen, in der wir sehr viel mehr Dynamik brauchen, wo wir permanent einfügen und löschen wollen, und da wird es mit dem Array schwierig. Also es wird nicht technisch schwierig, das lässt sich natürlich implementieren. Dazu sehen Sie was auf dem ersten Übungsblatt, dass Sie sich das mal anschauen, wie das dann funktionieren würde mit dem Array. Aber die Laufzeit wird in vielen Anwendungen sehr problematisch werden, wenn nicht jenseits von Gut und Böse werden. Und für solche Situationen gibt es andere Möglichkeiten. Und die erste einfache Möglichkeit betrachten wir hier jetzt. So können Sie sich das vorstellen, eine Alternative um beliebig große Mengen desselben Typs zu speichern, wo Sie sehen, mit Einfügen und Löschen wird man da irgendwie besser hinkommen können, wir müssen nur genau sehen, wie, als beim Array. Und Sie können sich hier auch vorstellen, wir reden jetzt nicht über die paar 6,6 Werte, sondern wir reden über Millionen, Milliarden Werte, je nach Anwendung. Sie sehen hier einen Nachteil. Wir müssen im Array speichern Sie eben für jedes einzelne Objekt. Hier, also die Daten, die Sie eigentlich haben wollen. Hier müssen wir noch, um diese ganze Struktur, diese lineare Struktur zu konstruieren, brauchen wir noch für jeden Schlüsselwert, den wir speichern wollen, noch so ein weiteres Stück Speicherplatz, den müssen wir spendieren, dieses Stück Speicherplatz, um dann auf das jeweils nächste Objekt in der Liste zu verweisen. Heutzutage ist Speicherplatz in fast allen Anwendungen vernachlässigbar. Also wenn Sie irgendwo Terabyte von Daten speichern, aus der Medizin oder aus der Astronomie oder was, dann könnte Speicherplatz sicherlich nochmal eine ernsthafte Rolle spielen. Dann müssen Sie sich mit dem Speicherplatz irgendwie auseinandersetzen. Aber in den allermeisten Anwendungen, die es heutzutage gibt, spielt Speicherplatz keine Rolle. Speicherplatz ist billig geworden. So, wie gehen wir jetzt mit so einer Linked List um? Was wollen wir tun? Was wollen wir mit einer großen Datenmenge tun, die wir verwalten? Denken Sie an die Studierendenstammdaten der hier immatrikulierten Studierenden. Was wollen wir damit tun? Wir wollen einen einzelnen Studierenden finden, unter Angabe der Matrikelnummer oder anderer identifizierender Informationen. Ja, zum Beispiel häufig Vorname, Nachname und Geburtsdatum, und hoffen, dass es keine zwei Studierenden gibt, die dieselben Vornamen, Nachnamen und Geburtsdatum haben. Matrikelnummer ist hingegen eindeutig, ein Primärschlüssel. Wir wollen einen einzelnen Studierenden suchen. Zweite Sache, die wir wollen, ist, wir wollen durch alle Studierenden durchgehen, zum Beispiel, um ihnen allen einen Brief zu schreiben. Einmal durch alle Studierenden durch und dieselbe Aktion ausführen. Dritte Möglichkeit ist, wir wollen einen neu immatrikulierten Studierenden einfügen in die Datenmenge. Hier kommt es jetzt darauf an, wie die Datenmenge organisiert ist. Wenn wir sie vorausschauend sortiert haben, beispielsweise nach Matrikelnummern, also das erste Element ist der Studierende mit der kleinsten momentan noch vorhandenen Matrikelnummer und das letzte Element ist der Studierende mit der größten vergebenen Matrikelnummer, dann müssen wir einen neuen Studierenden natürlich dort einfügen, wo er nach der Matrikelnummer passt, wenn wir die Liste danach sortiert halten wollten.
Wenn uns das egal ist, es hängt von der Anwendung ab, wenn uns das egal ist, in welcher Reihenfolge die Studierenden in der Liste sind, dann können wir uns das auch einfacher machen, werden wir sehen, können wir den neuen Studierenden auch vorne einfügen einfach. So, das ist das Einfügen. Und was wir natürlich auch machen wollen, wenn ein Studierender sich exmatrikuliert oder exmatrikuliert wird, dann wollen wir dieses Element finden, was zu dem Studierenden gehört, und aus der Menge aus dieser Liste entfernen. Und diese Operation schauen wir uns an. Die grundlegende Operation dabei ist der Durchlauf durch diese Liste. Wie laufen wir durch so eine Liste durch? Wir müssen bei allem, was wir tun, müssen wir immer potenziell durch die Liste durchlaufen. Wenn wir einen einzelnen Studierenden finden wollen, machen Sie sich das klar. Wenn wir einen einzelnen Studierenden finden wollen, um zum Beispiel Matrikelnummer geben wir ein, Adresse zum Anschreiben bekommen wir raus. Wenn Sie einen einzelnen Studierenden finden wollen, dann haben Sie gar keine andere Möglichkeit. Vielleicht nochmal zurück, das Bild davor. Sie haben keine andere Möglichkeit, als hier den Einstieg zu nehmen und so lange durch die Liste von vorne bis hin durchzugehen, bis Sie den Studierenden gefunden haben. Genauso, wenn Sie den löschen wollen, müssen Sie ihn auch erstmal suchen. So lange durchgehen, bis Sie diesen Studierenden gefunden haben, damit Sie ihn löschen können. Das heißt, Durchlauf durch die Liste ist die fundamentale Operation, das fundamentale Zugriffsmuster, das sich ebenfalls bei Ihnen einbrennen sollte in Ihrem Stammhirn. Das ist natürlich nur metaphorisch zu verstehen, wenn ich sage einbrennen im Stammhirn. Ich bitte darum, da nicht allzu viel hinein zu interpretieren. So, wie machen wir das? Wir brauchen hier eine Hilfsvariable von demselben Typ, von dem Typ dieser Elemente, den wir am Anfang auf den Einstieg, auf das erste Element verweisen lassen, indem wir, das haben wir vorher gesehen, indem wir P dieselbe Adresse zuweisen, die der Einstieg X hier hat. So, danach X verweist auf das erste Element der Liste, P verweist jetzt auch auf das erste Element der Liste. So, und das ist jetzt der Schritt, das elementare Muster, ein Schritt vorwärts gehen. Mit P gleich P next gehen Sie einen Schritt vorwärts, so wie das hier angedeutet ist. Vorher, auf dem Bild vorher hier, hat P hier drauf verwiesen. Das heißt, P next ist diese Variable hier, die hier steht, deren Inhalt das hier ist, das zweite Element. P next ist also noch dieses next hier. Und wenn ich P jetzt in die Variable P den Inhalt von P next hineinkopiere, dann kopiere ich effektiv die Anfangsadresse des zweiten Objekts nach P hinein. P ist dementsprechend um eins weiter vorgegangen in der Liste. Und dasselbe kann man beliebig häufig wiederholen. P ist noch eins weiter vorgegangen in der Liste. Das Muster ist immer dasselbe. Sie können jetzt eine Milliarde Elemente durchgehen. Und das Muster ist immer dasselbe. Ein Schritt vorwärts gehen ist P gleich P next. So, und hier sind Sie ganz durchgegangen bis ganz zum Ende. Letzter Schritt hier, und das ist nochmal instruktiv, Sie machen jetzt wieder P gleich P next und sind bei 0 angekommen. Jetzt steht in P der symbolische Wert 0. P verweist nicht mehr auf ein Objekt, sondern auf den symbolischen Wert 0. So kann man sich zeichnerisch den Durchlauf durch eine Liste vorstellen. Die Basisoperation, auf der alle anderen Zugriffsoperationen basieren. Jetzt schauen wir uns an, wie das Ganze auf Java-Ebene aussehen könnte. Und ungefähr so ähnlich, es gibt eine Klasse LinkedList in der Java-Standardbibliothek, ungefähr so ähnlich, vielleicht ein bisschen komplizierter, ist es dort auch implementiert. So, zunächst einmal möchte ich Sie nochmal auf diesen Punkt hier hinweisen, das in eckigen, diesen spitzen Klammern.
Darauf werden Sie dann auch noch mal im ersten Übungsblatt hingewiesen. Das nullte und das erste Übungsblatt müssten jetzt ziemlich bald online stehen. Also ich habe schon die Freigabe erteilt, dass es online gestellt werden kann. Und auf dem ersten Übungsblatt werden Sie dieses Thema mit den spitzen Klammern auch noch mal, wird Ihnen das auch noch mal begegnen. Etwas, was aus der FOP kommt, nämlich Generics in Java, generische Typen. Das heißt, diese Klasse List-Item, Listenelement, man verwendet in dem Kontext typischerweise im Englischen das Wort Item, die ist nicht vollständig spezifiziert, diese Klasse. Es ist etwas offen geblieben. Nämlich, es ist offen geblieben, von welchem Typ dieses erste Datenattribut ist. Key, Schlüsselwert. Das ist das vor allem, und Sie sehen hier, dass hier auch noch was offen geblieben ist. Sodass Sie diese Klasse verwenden können für jeden beliebigen Schlüsseltyp, Schlüsselwerttyp. Ich muss einschränken, in Java ist das so, leider, in C++ beispielsweise ist es besser. In Java ist es so, dass als Schlüsselwerttyp kein eingebauter Typ verwendet werden kann, nur Klassen- und Interface-Typen. Array-Typen glaube ich auch, weiß ich jetzt nicht genau. Nur Klassen- und Interface-Typen prinzipiell können hier verwendet werden. Das heißt also, für die eingebauten Typen brauchen Sie die entsprechenden Wrapper-Klassen. Klasse Integer für Int, Klasse Double mit großem D für eingebauten Typ Double mit kleinem D, Klasse Character für eingebauten Typ Char und so weiter und so fort. Wenn Ihnen das nicht so richtig präsent ist, auch wenn ich jetzt von diesen Wrapper-Typen rede, Klasse Integer für Int, dann schauen Sie nochmal in die Videos hinein, auf die Sie in Moodle einen Verweis finden. So, also, diese Klasse ist generisch und so werden wir es hier immer handhaben. Das allermeiste, was wir hier behandeln, wird generisch sein. Ist generisch mit offen gehaltenem Schlüsselwerttyp und Key ist von diesem offen gehaltenen Schlüsselwerttyp. Und hier ist der Next eben verweist auf dasselbe Element, eine Variable von selben Klassentyp. List-Item von Keytype, genauso generisch mit offen gehaltenem Schlüsselwerttyp. So, das war jetzt eine Klasse, wie man sie schreiben würde für ein einzelnes Element einer Linked List, aber man sollte natürlich dem Benutzer dieser Linked List nicht diese nackte, verzeigerte Struktur nach außen hin anbieten, sondern man sollte ihm eine Klasse anbieten, in der diese ganze Struktur versteckt ist, im Private-Bereich, sodass der Public-Bereich, den der Nutzer dieser Klasse, dann dieser ganzen Konstruktion, dieser ganzen Datenstruktur dann zu sehen bekommt, dass die wirklich nur auf das reduziert ist, was der Nutzer wirklich machen will. Eine Methode zum Durchlauf, eine Methode zum Suchen eines Elements, eines Schlüsselwertes, eine Methode zum Einfügen eines neuen Schlüsselwertes, eine Methode zum Löschen eines Schlüsselwertes. Ja, der Nutzer soll überhaupt nicht sehen, dass es da eine Next-Datenattribut gibt oder sowas. Der soll einfach abstrakt auf der Ebene der Schlüsselwerte arbeiten können. So, und hier könnte man beispielsweise das Ganze verstecken, einkapseln in eine Klasse LinkedList, die auch generisch ist, weil hier auch der Schlüsselwerttyp offen gehalten wird. Diese Klasse hat als privates Datenattribut eine Variable vom Typ ListItem mit offen gehaltenem Schlüsselwerttyp. Head habe ich die hier wieder genannt. Das ist der Verweis, Kopf auf das erste Element, der Kopf. Also hinter dem Wort Head oder Kopf steckt die Vorstellung, dass diese Liste eine Art von Schlange ist. Dann ist das erste Element halt der Kopf. Und dann kommen die Methoden, im Public-Bereich die Methoden,
wie immer, die der Nutzer sehen soll, mit denen er auf abstrakter Ebene mit der Schlüsselwertmenge umgehen soll, einfügen, löschen, suchen. Und vielleicht noch ein paar Private-Methoden, die Implementation vereinfachen. So würde man eine solche Klasse ungefähr schreiben. Und ich habe jetzt mal eine Methode mir mal ausgedacht, die Sie nicht in der Klasse LinkedList in Java, in der Java Standardbibliothek finden oder anderswo. Sie sehen, ich habe mir das ursprünglich gedacht, dass die Methode alle Schlüsselwerte in der Reihenfolge der Liste ausdrucken soll, aber später habe ich mir gedacht, dass man das auch gleich verallgemeinern kann, habe aber leider vergessen, dann den Namen der Methode entsprechend auch zu verallgemeinern, und weil die Aufnahmen, die Videos auf den Folien so basieren, habe ich mir gedacht, dass es sinnvoll ist, hier die Folie nicht zu ändern, keine Inkonsistenzen hineinzubringen, so bleibt es dann. Das ist das Muster, wie Sie durch eine Liste, durch eine lineare Liste durchzugehen haben. Und ich denke, das ist sehr sinnvoll, sich das mal vorzustellen im Vergleich mit einem Array. Machen wir das nochmal? Nee, halt, ich wollte was anderes. Jetzt muss ich gucken. Hier, so. Ich hoffe, der schreibt jetzt hier drauf. Ja, er schreibt hier drauf. Okay, wie sieht der Durchlauf bei einem Array aus? For int, kann man das gut lesen? Das ist schlecht zu lesen, nicht? Kann man das lesen? Ja, also abgesehen von meiner Handschrift ist es okay. For int i gleich 0, i kleiner, Array nenne ich jetzt mal klein a, a.length, i++. So gehen Sie da durch so ein Array durch. Naja, je mehr ich hier auf dem Papier verbessere, umso schlechter können Sie es natürlich lesen. So, also muss ich das lieber löschen erst einmal und nochmal zeichnen. So. I++. Und was Sie jetzt hier sehen, ist etwas Ähnliches oder etwas sehr Analoges. For list item, ich kürze es mal hier ab, ich schreibe mal nicht den keytab hier hinein, p gleich head, Anfang, erstes Element, p ungleich 0. Und jetzt muss ich das in der nächsten Zeile weitermachen. P gleich p.next. So. Sie sehen, ich habe das hier nochmal geschrieben, das, was Sie eben auf der Folie gesehen haben, Durchlauf durch eine Liste. Sie sehen, dass das sehr, sehr analog ist, sehr, sehr parallel. Sie initialisieren, Sie haben einen Laufindex, i als int, hier eben von dem Typ. Sie initialisieren den mit dem ersten Element, hier Index 0, hier Verweis auf das erste Element in der Liste. Sie haben hier die Fortsetzungsbedingung. Die Schleife wird fortgesetzt, solange das über die letzte Komponente des Arrays nicht hinausgelaufen wurde. Und hier auch, der Durchlauf wird fortgesetzt, solange Sie nicht über das letzte Element der Liste hinausgelaufen sind. Und hier sehen Sie die Operation zur Fortschaltung, plus plus, nächster Index. Und hier sehen Sie die Operation, die wir eben gesehen haben, zur Fortschaltung, p gleich p.next. Ist also von der Logik her völlig identisch zu etwas, was Sie schon gesehen haben sollten. So, und das genau sehen Sie hier. Ich hoffe, ich hatte keinen Fehler gemacht. Ja, und Sie wenden irgendeine Operation darauf an. Auf jeden Schlüsselwert. Ja, das kann zum Beispiel sein, wie ich es ursprünglich vorhatte, dass jeder Schlüsselwert ausgedruckt wird.
Aber es kann auch, man kann es auch an dieser Stelle verallgemeinern. Sie bekommen einen, eine, es gibt ein, ich stelle mir jetzt hier vor, es gibt ein Interface Operator, ich komme noch gleich dazu, das hat, und davon bekomme ich hier einen Parameter. Dieses Interface hat eine Methode operate, die ein Parameter von diesem Schlüsselwerttyp bekommt. Was ist jetzt? Warum kann ich jetzt nicht fortschalten? Aha. Mal gucken, was jetzt passiert. Geht immerhin. Jetzt scheint es wieder zu gehen. Ja, jetzt geht es wieder. Fragen Sie mich nicht. Wunder der Technik. So, zum Beispiel könnte das so aussehen. Zum Beispiel könnte das so aussehen. Operator, habe ich gesagt, ist ein Interface. Das hat eine Methode operate. Operator ist ein generisches Interface. Das hat eine Methode operate mit einem Parameter vom generischen Typ. Und ich implementiere hier Operator, indem ich den generischen Typ Integer, die Wrapper-Klasse für den eingebauten Datentyp Int einsetze. So, was mache ich hier? Was macht dieser Operator? Dieser Operator kommt rein mit einem, der hat ein Datenattribut namens Sum für Summe und ist auf 0 typischerweise, kommt rein also, wo Summe gleich 0 ist. Und jedes Mal, wenn ich operate aufrufe, wird hier die Summe um den Wert, der hier eingegeben wird, erhöht. Also am Anfang, der Operator wird mit Summe initialisiert im Konstruktor. Operate bekommt ein Objekt von der Wrapper-Klasse Integer, einen Parameter von der Wrapper-Klasse Integer, holt sich daraus den Int-Wert und addiert ihn auf die Summe dazu. Und hier haben Sie, und dann gibt es natürlich noch eine Methode hinterher, die man aufrufen kann, um die Summe zurückzubekommen. Das heißt also, wenn ich ein Objekt von dieser Klasse hier hineingebe in die Methode printAll bei einer Liste, wo der generische Typ mit der Wrapper-Klasse Integer instanziiert ist, dann werden hier diese Integer-Werte alle aufsummiert. Und im Gegensatz zu einer Implementation, wo direkt im Code aufsummiert wird, hat diese Implementation natürlich den Vorteil, dass ich mit der entsprechenden Implementation einer Operator-Klasse natürlich alle möglichen Operationen auf den Schlüsselwerten ausführen könnte. So, jetzt, das war der Durchlauf, die grundlegende Operation und die grundlegende Vorschleife, die wir uns da erarbeitet haben. Die sehen wir jetzt wieder, die grundlegende Vorschleife. Das ist die Abwandlung, wenn wir die Elemente alle durchlaufen, nur bis wir zu einem bestimmten Element gekommen sind, das wir suchen. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder das Element, das wir suchen, ist tatsächlich in der Liste drin, dann laufen wir so lange durch die Liste durch, bis wir dieses Element gefunden haben. Oder ist es nicht drin, dann laufen wir durch die Liste durch, bis die Liste zu Ende ist, bis wir auf Null kommen und wissen dann, das Element ist nicht drin. So, die Methode find liefert einen Boolean zurück. Methode von der Klasse linkedList liefert einen Boolean zurück. Und true soll genau dann sein, wenn der Parameter tatsächlich in der Liste enthalten ist. Dieser Schlüsselwert tatsächlich einer der Schlüsselwerte ist, die in diesem Moment in der Liste gespeichert sind. Ich sage ganz explizit in diesem Moment, denn wir werden auch Einfüge- und Löschoperationen sehen. Das heißt, die Menge der Schlüsselwerte, die in der Liste gespeichert sind, die verändert sich natürlich im Laufe der Programmlaufzeit. So, wie sieht das aus? Wir haben wieder die Operation
P gleich Head, P um dieselbe Schleife wie vorher und gucken uns für jedes einzelne Element, hier sehen Sie wieder Equals, gucken uns für jedes einzelne Element, für jeden einzelnen Schlüsselwert an, ob das der ist, P.Key, ob das der ist mit Equals, den wir hier eingegeben haben. Also nicht dasselbe Objekt, sondern derselbe Inhalt. Ob die Matrikelnummer in dem Integer-Wrapper, den wir hier eingegeben haben, dieselbe Matrikelnummer ist, wie die Matrikelnummer, die wir hier in dem Element der Liste gespeichert haben, in dem Integer-Wrapper. Und wenn wir dieses Element finden, an irgendeiner Stelle, dann wissen wir, diese Matrikelnummer ist drin, also geben wir true zurück nach der Spezifikation der Methode find, wo ja gesagt wird, find soll true zurückliefern, genau dann, wenn das Element drin ist. So, jetzt kann es aber sein, dass das Element nirgendwo gefunden wird, das heißt, dass niemals das if erfolgreich ist, dass niemals ein return true passiert, dann ist also irgendwann die Liste zu Ende und die nächste Instruktion, dann ist die Schleife zu Ende und die nächste Instruktion nach der Schleife wird ausgeführt und das ist ein return false und das ist auch richtig, denn wenn wir durch die Liste durchgegangen sind und niemals das Element gefunden haben, dann ist das Element nicht in der Liste drin, dann ist false die richtige Rückgabe. So, das ist der Durchlauf bis zu einem gewissen Element. Das heißt, die Zugriffe haben wir damit prinzipiell schon erledigt. Wie man auf existierende oder in dem Fall möglicherweise auch nicht existierende Elemente zugreifen kann. Entweder auf alle im Durchlauf oder bis zu einem Einzelnen, das wir eigentlich suchen. So, jetzt kommt als nächstes dann Einfügen und Löschen. Das, was im Array nicht mehr geht. Vor allem versuchen, Ihnen nahezubringen. So, Sie wollen ein neues Element einfügen. Hier oben ist die Liste. Sie wollen, genau gesagt, Sie haben ein Schlüsselwert gegeben, eine Matrikelnummer, die neu vergeben ist, sodass diese Matrikelnummer also in die Liste der Matrikelnummern der momentan immatrikulierten Studierenden hinein soll. Als erstes Mal müssen Sie natürlich, hier oben ist die Liste der bisherigen momentan gespeicherten Matrikelnummern und Sie müssen natürlich erst einmal ein neues Element kreieren, um dieses neue Element dann als im nächsten Schritt in die Liste einzuhängen. Wie das geht, das haben wir oft genug gesehen, brauchen wir uns jetzt weiter. Natürlich müssen Sie dann noch Key entsprechend mit der neuen Matrikelnummer initialisieren und ja, dann ist dieses neue Element soweit fertig, es muss nur noch eingehängt werden in die Liste. Und das geht in dem Moment, wenn es okay ist, das Element am Kopf der Liste ganz vorne als neues erstes Element einzuhängen, ist es überhaupt kein Problem. Das geht sehr einfach mit zwei Operationen. Erste Operation ist die hier. Von dem neuen Element, das Next-Attribut, verweist auf das bisherige erste Element. Zweite Operation, so, dann ist es schon in der Liste, nur head, das ist die zweite Operation, head muss jetzt noch auf dieses Element verweisen. Und Sie sehen, damit ist dieses Element ganz vorne einfach in die Liste eingehängt. Machen Sie sich klar, es ist eminent wichtig, dass Sie diese beiden Operationen in der richtigen Reihenfolge durchführen. Ja, erst das hier. Erst next auf diese Liste verweisen lassen, wie sie bisher existierte. Und dann erst head umbiegen. Denn wenn Sie hier zuerst head umbiegen würden, ja, wenn es diesen Pointer noch nicht gäbe, wenn Sie head sofort umbiegen würden, dann wäre die ganze Liste, wie Sie da haben, verloren. Sie wäre weg, es gäbe keinen Verweis mehr. Head ist der einzige Verweis auf diese ganze Liste. Und Sie dürfen deshalb head erst dann umbiegen auf das neue Element, wenn hier der Verweis auf den Rest der Liste, auf die bisherige ganze Liste, wenn das hier zwischen
gerettet worden ist in diesem Next-Attribut, auf das man über temp vom Programm aus zugreifen kann. Temp, Next, hier ist die bisherige Liste gerettet und dann erst dürfen Sie Head umbiegen und dann funktioniert das Ganze, dann ist ein neues Element an die Liste angehängt, die Liste, die Sie dann genauso durchlaufen können wie vorher auch. So, also wenn es egal ist, in welcher Reihenfolge die Elemente in der Liste sind, dann können Sie natürlich jedes neue Element vorne anfügen und damit sind wir da schon durch. Das ist der Code und zeichnerisch dargestellt, damit wäre das dann erledigt. Aber ganz so einfach ist es nicht immer. Zum Beispiel eben, dass oft Listen sortiert gehalten werden nach dem Schlüssel aus verschiedensten Gründen oder auch andere Reihenfolge, dass es auf die Reihenfolge ankommt, dass Sie also nicht an beliebiger Stelle ein neues Element einfügen, sondern nur an die Stelle, wo es hingehört, nach der Reihenfolge, zum Beispiel nach sortierter Reihenfolge. Und dann wird es ein bisschen komplizierter. Dann müssen wir erst an diese Stelle hinkommen. So, wie kommen wir da hin? Das haben wir gesehen mit dieser schönen Schleife. So, wir kommen erstmal an die Stelle hin. Das habe ich mir jetzt hier in den Zeichnungen gespart. Das, was wir vorher gesehen haben, an eine Stelle hinzugehen mit p gleich p.next, schrittweise, bis Sie dahin kommen, wo Sie hinwollen. Das kann zum Beispiel heißen, es gibt in Linked List von Java gibt es eine Methode, mit der man an einer bestimmten Position einfügen kann, dass man sagen kann, dieser neue Schlüsselwert soll an der Position 3197 platziert werden. Warum auch immer. Dann muss also an die Position 3197 mit p gleich p.next immer vorangelaufen sein, bis man da ist, wo dieses neue Element einzufügen ist. So, das Bild ist so zu verstehen, hier zwischen diese beiden Elemente der Liste soll das neue Element eingefügt werden. Das heißt also, wir müssen, das werden wir auch noch im Java-Code sehen, aber ich glaube heute nicht mehr, das heißt, wir müssen so weit mit unserem P, mit unserem Hilfspointer laufen, bis wir genau auf dem Element stehen, vor der Stelle, wo dieses neue Element eingefügt werden kann. So, das Element haben wir wieder hier erzeugt, Schlüsselwert initialisiert mit dem neuen einzufügenden Schlüsselwert. So, und jetzt machen wir im Prinzip genau dasselbe. Der Next-Pointer verweist auf das nächste Element und jetzt ist dieser Verweis hier auf den Rest der Liste gerettet. Hier, jetzt dürfen wir diesen Next-Pointer umbiegen, sodass wir jetzt plötzlich, wenn Sie dem in Gedanken folgen, dieses Element schon eingefügt haben in die Liste. Genau dasselbe wieder, wie eben am Kopf der Liste. An die Position gehen, wo man einfügen möchte, den einen Pointer umbiegen vom neuen Element und den anderen Pointer umbiegen und dann ist magischerweise das Element eingefügt. Das Ganze funktioniert exakt so am Ende auch. Das heißt also, falls Sie am Ende der Liste etwas einfügen wollen, brauchen Sie dort keine Fallunterscheidung zu machen. Sie müssen nicht in dem Code, den Sie schreiben, zum Einfügen unterscheiden zwischen dem Fall, dass Sie mittendrin irgendwo einfügen und dem Fall, dass Sie ganz hinten einfügen. Das funktioniert genau so auch. Der hat vorher auf 0 verwiesen, jetzt der verweist auf 0 und der verweist auf den genauso eingehängt. Das ist Einfügen zeichnerisch schon fertig. Beim nächsten Mal werden wir uns das nochmal in Java-Code anschauen. Ich möchte hier nochmal auf zeichnerisch gehen. Heute nochmal. Löschen geht noch viel einfacher als einfügen. Das ist alles, was es zum Thema Löschen am Kopf der Liste zu sagen gibt. Also, Sie stellen fest, das Element, das Sie löschen wollen, ist zufällig gerade das allererste Element in der Liste. Schön, haben wir es gleich gefunden. Das ist die ganze Operation, die Sie machen müssen, um das Element zu löschen. Head gleich head.next. Head.next, der vorhergehende Wert head.next, verweist hier auf das zweite Element und damit
wird die Anfangsadresse des zweiten Elements in head gespeichert. Das heißt, head verweist von jetzt an auf das zweite Element. Was ist mit dem so entkoppelten Element? Das bleibt stehen. Das bleibt weiterhin reserviert. Aber was mit dem zu tun ist, wissen wir schon. In Java müssen wir gar nichts mehr tun. Der Garbage Collector wird irgendwann sich seiner annehmen und das Ganze wieder abräumen. In anderen Programmiersprachen wie C und C++ müssten Sie, bevor Sie diese Operation machen, müssten Sie dafür sorgen, dass dieses Objekt wieder freigegeben wird. In Java, wie gesagt, müssen Sie das nicht tun. So, und mittendrin löschen geht auch ganz einfach. Sie müssen wieder an die Position kommen, wo das Element ist, das Sie löschen wollen. Aber passen Sie genau auf. Das Element, das Sie löschen wollen, bis dahin laufen Sie nicht, sondern Sie müssen ein Element vorher stoppen. Wie das in Java aussieht, wie gesagt, werden wir beim nächsten Mal nochmal sehen. Sie müssen ein Element vorher stoppen. Und wenn Sie das tun, ein Element vor dem zu löschenden Element stoppen, dann können Sie ganz bequem genauso wieder hier löschen, indem Sie den Next-Pointer, der vorher auf dieses zu löschende Element verwies, auf das übernächste Element verweist. Das ist schon Löschen. Gucken wir uns, wie gesagt, beim nächsten Mal nochmal in Java an. Ich möchte jetzt hier nur noch eine Erweiterung von der Linked List kurz ansprechen. Mehr werden wir zu dieser Erweiterung nicht machen, weil sie eigentlich sich von selbst versteht, wenn Sie das alles zum Thema Linked List verstanden haben. Ich darf vielleicht noch mal ein bisschen um Ruhe und Konzentration bitten. Wenn Sie alles zu Linked List verstanden haben, dann ist es, denke ich, überhaupt kein Problem, das alles auch auf diesen Fall zu übertragen, dass Sie nicht nur einen Verweis haben auf das nächste Element, sondern gleichzeitig noch einen Verweis haben auf das vorhergehende Element, dass Sie also vorwärts gehen können und auch mit den anderen Verweisen rückwärts gehen können. Zwei Listen in einer, die genau entgegengesetzt dieselben Elemente enthalten. So würde ich das in dem Fall zeichnen. Also Schlüsselwert, ein weiteres Datenattribut zum Rückwärtsgehen, ein weiteres Datenattribut wie bisher zum Vorwärtsgehen. Das sieht dann zum Beispiel am Ende so aus, dass hier der Pointer zum Vorwärtsgehen am Ende der Liste auf 0 verweist und am Anfang der Liste würde der Pointer zum Vorwärtsgehen auf 0 verweisen. Einfügen eines neuen Elementes heißt halt einfügen in beide Listen, in die Vorwärtsliste wie in die Rückwärtsliste. Und das heißt eben, dass wir die Operation, die wir für eine Liste eben gemacht haben, für beide Listen jetzt machen müssen. Also das neue Element, was einzufügen ist, verweist auf vorhergehendes und nachfolgendes Element. Und das vorgehende und nachfolgende Element verweisen hinterher dann auf dieses Element. Und löschen genau dasselbe. Das Element, das zu löschen ist, das wird übersprungen, indem das vorhergehende Element auf das nachfolgende Element verweist und das nachfolgende Element auf das vorgehende Element. Und damit ist die doppelt verkettete Liste, die Doubling-Linked List, auch fertig. Mehr möchte ich heute nicht mehr an Stoff bringen in Anbetracht der Zeit. Beim nächsten Mal, wie gesagt, werden wir uns nochmal in Java anschauen, was Einfügen und Löschen bedeutet. Und dann gehen wir auf kompliziertere Datenstrukturen über. Also die Linked List ist natürlich nur der Anfang der Geschichte. Es ist nicht das Ende der Geschichte. Vielen Dank für heute.